Als gesichert gilt, dass Putin den Osten der Ukraine, genauer gesagt den Donbass, dauerhaft zum russischen Einflussgebiet machen möchte. Auch die Krim will er halten. Russland würde damit für seinen Angriff belohnt werden. Die Ukraine würde Gebiete verlieren und am Ende würde stehen, man muss nur dreist genug das Völkerrecht brechen, dann bekommt man Recht. Anfang April 2023 hat er bei Twitter gepostet, Zitat, die Welt sollte wissen, Respekt und Ordnung werden erst in die internationalen Beziehungen zurückkehren, wenn die ukrainische Flagge wieder auf die Krim zurückkehrt. Zunächst interessiert mich doch noch Ihre Einschätzung der aktuellen Situation in der Ukraine. Wie beurteilen Sie da die Situation? Ja, man hat ja gar nicht zur Kenntnis genommen, dass die Ukraine kein geeintes Land ist. Es gibt den westlichen Teil, der österreichisch war, bisschen zwischen den Kriegen auch polnisch, und der auch katholisch-orthodox ist. Also sie haben den orthodoxen, den byzantinischen Ritus, aber sind dem Papst unterstellt. Das macht einen enormen Unterschied zwischen dem Osten, der rein russisch tief orthodox ist, wo auch die Kosaken zu sagen haben. Und wenn es eine Lösung für die Ukraine geben sollte, wäre es im Grunde eine Föderation, eine Gruppierung föderierter Gebiete, die aber doch sorgfältig voneinander getrennt sind. Und auf der Krim ist es ziemlich eindeutig, die Krim ist überwiegend russisch. Ja. Abgesehen davon, was soll das hier, dieses ewige Polemisieren gegen Putin? Wen will man denn an die Stelle setzen? Russland ist immer autokratisch regiert worden. Und wenn wir heute Peter den Großen bewundern, der wirklich eine absolut bemerkenswerte Persönlichkeit war, zart war der nicht. Ja, der Fall von Europa muss man wirklich sagen, die Europäer müssen im Moment darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien war schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu, wäre völliger Unsinn. Die Europäer verschätzen sich völlig in ihre Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr und haben in der Welt nichts mehr zu sagen. Aber was bedeutet denn das dann konkret? Sollen wir einfach zuschauen, wenn Putin da mit seiner Armee in der Ukraine schaltet und waltet? Er schaltet ja nicht und waltet. Die Ukraine ist ja zum großen Teil russisch. Nicht? Dann soll man eben die Spaltung machen und eine Trennung machen und eine Föderation machen, was auch immer. Aber jedenfalls, man muss ja nicht die Russen der Ukraine zwingen, auf ihre Sprache zu verzichten, was man ja verlangt hat. Nicht? Und im Übrigen müssen wir eines bedenken, die Gefahren für uns, die liegen ganz woanders, die liegen am Mittelmeer.